Willkommen im Arbeitsblatt Grenzwerte von Folgen und im Fenster Grenzwert einer konstanten Folge. Was du bereits kennen solltest, sind die Bedingungen für das Monotonieverhalten von Folgen und wir werden uns jetzt den Grenzwert einer konstanten Folge anschauen. Es kann vorkommen, dass eine Folge ihren eigenen Grenzwert enthält. Hier haben wir ein Beispiel einer konstanten Folge. Das ist eine Folge, wo alle Glieder den gleichen Wert haben. Hier ist es der Wert 42. Und jetzt stellt sich die Frage, ob es eine Zahl gibt, dem die Folgenglieder näher und näher kommen. In anderen Worten, was ist der Grenzwert dieser Folge, falls es einen gibt?